So, da sind wir wieder. Ja, tut mir leid, dass das jetzt vermutlich gleich mal ein neuer Part wird. Da war beim Laden einfach das Spiel abgestürzt und als ich, ja, Junge, als ich dann ohnehin alles ausmachen und neu starten musste, ehe dann irgendwelche Asynchronität wieder sich einschleicht, da dachte ich, wir machen es gleich mal so. Vermutlich werde ich dann an dem Tag zwei Parts. Genau, das holen wir uns wieder, das Geheimnis. Werde ich an dem Tag zwei Parts freischalten lassen. 19:30 Uhr und 20 Uhr dann den nächsten. Weil das wohl nur so 10 Minuten sein dürften. Und das wäre ja sonst schon ein bisschen sehr wenig, denke ich, für einen Part. Aber das entscheidet sich dann später noch. Ich habe es noch nicht gerendert, ich weiß noch nicht. Bei Outer City stand was von 11 Minuten, aber dann schneidet man ja vorne und hinten noch ein Stückchen ab. Weil Outer City ja eher laufen muss als die eigentliche Aufnahme des In-Games, also des Spiels. Warum so kompliziert? Es geht doch auch einfach. Und ja, allein aus dem Grund. So, die Karte haben wir nochmal. Nochmal vorlesen muss ich das ja jetzt nicht. Die Elfriede. Genau. Ich bin nicht so rum. Und dann schauen wir mal, ob das mit den Plattformen, ob da wirklich noch irgendein Weg. Wow. Ein Weg existiert, der uns quasi irgendwie weiterhilft. Zu einem weiteren Geheimnis bringt, irgendwelche Dinge. Genau, bauen wir die Brücke erstmal wieder zusammen. Das ist halt das Dumme, dass hinter einem dann die Türen abgesperrt werden, wenn man denkt, ich gucke erstmal in Richtung A und anschließend vielleicht nochmal in Richtung B oder so. Durch da. Brücke wieder nach oben, bitte. Genau. Das ist ein bisschen fies, dass die das dann absperren und es kein Zurück mehr gibt. Und das hier wird sein wie nicht die Baumschlangenhaut, das andere, was wir aus Snapes Reserven holen sollten für den Trank. Da fehlt uns ein Geheimnis und die Tür ist abgesperrt. Es geht nicht nochmal dahin zurück. Ist natürlich schade. Genau, dann haben wir hier zweimal noch die drei solche Dinger. Gut. Und das wissen wir jetzt, ist der Weg weiter. Hier sehe ich noch nichts, wenn ich da lang hopse. Dieter ist aber in Bewegung. Ganz sanft. Ich würde es trotzdem erstmal da versuchen. So, drei müssten es sein, oder? Eine ist abgestürzt, dann hätten wir hier noch eine. Vorhin waren es nur zwei, dachte ich. Komm schon. Mäusel, mach mich nicht unglücklich. Mach dich nicht unglücklich. Gut. Dann, das war jetzt so eine Fackel, oder? Ich gehe mal da stark davon aus. Müssen wir über die hier scheinbar. Hoffen wir mal, dass wir dabei nicht draufgehen. Das geht nicht auf, das geht nicht auf. Oh Gott, und wo führst du hin? Es kann doch nur noch irgendein Geheimnis, ein Geheimraum sein. Ich denke nicht, dass wir hier einen Hintereingang finden, oder? Wieso bewegt die sich nicht?
Fängt die erst an, wenn wir draufstehen? Hallo. Ja. Ich bin jetzt hier und wo seid ihr? Gut. Es geht nichts anzuzaubern. Das Logischste wäre, dass hier noch eine Lumos-Tür ist. Aber hey, soll ich das wirklich in der Zeit schaffen, die dieser Zauber nur aktiv ist? Wäre noch ein Versuch wert, aber da gehe ich... Aua, ja. Da gucke ich vorher noch über die anderen Plattformen, die näher an der Lumos-Dings sind. Oh Gott, mit dem Ton denke ich immer, der ist kurz vorm Abstürzen. Mach das nicht, Harry. Lumos. So. Ich vermute mal... Nein. Ja. Oh Mist. Gut, wir müssen es nochmal machen. Hey, wir haben den Grund über den Boden gefunden. Ich habe springen gedrückt, definitiv. Na gut, bringt ja nichts. Das Geheimnis nehmen wir aber auch wieder mit. Ich habe definitiv die Taste zum Springen gedrückt. Aber wir haben gesehen, auf der Seite ist das mit dem Lumos und dann wird es auf der anderen Seite auch mit einem Lumos sein. Ich will diese Geheimnisse lösen. Dum 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 dum. Klingt gut. Musikalische Birdie-Putz-Bohnen. Okay, nochmal da lang. Oh. Das ist ja wieder so typisch für mich, das, was ich nicht gut kann und was ich auch nicht mag, dieses Springen auf die Plattform bei so einer hakeligen Sprungsteuerung. Das muss ich natürlich ganz oft praktizieren. Dinge, die mir gefallen, da ist man durch und dann kommt man auch nicht nochmal hin. Das ist gemein. So. Ja, komm. Machen wir das nochmal. Oh. Naja, was soll's. Dafür habt ihr ein bisschen mehr Spaß an dem Spiel. Und an meinem Rumgeärger. So, das muss weg. Das machen wir aus Prinzip weg. Und wieder die süße Katzin. Wie sich neuer Schleim bildet. Gut. Na komm, kleiner Lumos. Lass mich... Nein, hier ist wirklich nichts. Ich wollte nur nochmals auf Nummer sicher gehen. Hey! Das war doch gleich mal eine gute Landung. Eigentlich hätte man davor noch ein Speichergut machen können. Also hier danach. Das wäre gut gewesen. Hey, Böhnchen. Du gehörst mir auch. Goodie, dann wissen wir ja jetzt... Ach nein, ich werde erstmal die Wichtel noch beseitigen, oder? Nicht bla bla bla. Es sind vier, so. Drum, aber wir haben sie angegriffen und sie werden aggressiv. Das war jetzt wirklich... Ich dachte, es sind zwei, die jeweils zwei Schläge brauchen, aber es sind vier, die irgendwie zusammengehören. Gut. Wow.
Schaffen wir das so, ohne das dazwischen? Ja. Heftig. Und nicht meine Bildkarte, das ist natürlich jetzt frech.